So, als erstes schneiden wir die Paprika einmal auf, holen die Innereien raus, die Kerne, den Strunk. Werden die mal eben abgewaschen. Dann schneiden wir die in Streifen. Dann schneiden wir nochmal in kleine wunderschöne Stücke. So, dann nehmen wir uns als nächstes die Sellerie zur Hand, schälen die, achten darauf, dass wir die braunen Stücke mit entfernen. Und dann wird die auch erstmal in Scheiben geschnitten und anschließend schneiden wir die in kleine Stücke. Aber immer schön auf die Finger aufpassen, dass man sich nicht schneidet. So, als nächstes nehmen wir uns die Möhre vor. Die wird schön geschält. Dann schneiden wir die beiden Enden ab. Schneiden einmal der Länge nach die Möhre durch. Und schneiden die in schöne kleine Stücke. Dabei auch wieder schön aufpassen, dass man sich nicht in den Fingern schneidet. So, jetzt geht es weiter mit dem Porree. Oder wie viele sagen Breitlauch. Den haben wir jetzt schon mal gewaschen. Und jetzt wird er in kleine Scheiben geschnitten. Das wäre auch geschafft. Jetzt haben wir uns die Zwiebel zur Hand genommen. Die schälen wir jetzt. Schneiden wir die einmal in der Hälfte durch. Und machen grobe Würfelchen daraus.
jetzt auch fertig. So, zum guten Schluss der Vorbereitung kommt jetzt die Knoblauchzehe. Die schälen wir, schneiden die in Scheiben und dann werden wir die grob zerhacken. Schön auf die Finger wieder aufpassen. So, das war's. So, als nächsten Schritt braten wir 500 Gramm gehacktes nach Ihrer Wahl an. Entweder nehmen Sie Schwein, Rind, gemischtes, je nachdem. Anständig mit Salz und Pfeffer würzen. Lieber ein bisschen mehr würzen, weil das Gehacktes sehr viel aufnimmt. So, dann kommen wir jetzt zu den Kartoffeln. Wir haben ca. 800 Gramm Kartoffeln. Die werden jetzt nach und nach geschält. In der Zeit, wo das Gehacktes angebraten wird, man kann das eigentlich auch schon was früher machen, dann waschen wir die Kartoffeln, halbieren die, schneiden die in Scheiben und in grobe Stücke, damit wir gleich die Kartoffeln relativ schnell weich gekocht haben und wir die dann schnell zum Kartoffelbrei stampfen können. So, nachdem nun das Gehacktes angebraten ist, geben wir unser zurechtgeschnittenes Gemüse dazu. Rühren es ein wenig um. Und lassen das Gemüse jetzt ca. 5 Minuten mit dem Gehacktes weiter anbraten. So, hier haben wir unsere Kartoffeln im Topf schon drin. Da geben wir einen guten Teelöffel Salz hinzu, machen den Deckel drauf und lassen die jetzt weich kochen.
das fertige Gemüse haben wir jetzt von dem Herd genommen und geben das Gemüse jetzt in eine Auflaufform. Verteilen wir gleichmäßig in der Auflaufform. Zu den Kartoffeln rüber, die jetzt auch fertig gekocht sind. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob die Kartoffeln noch weich sind. Wir stechen mal mit dem Messer rein und gut, die fallen vom Messer ab, sind weich, können wir abgießen. Abgegossenen Kartoffeln werden jetzt gestampft. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Muskatnuss hinzu. Dann den geriebenen Edamer-Käse. Man kann auch Emmentaler oder Gouda-Käse nehmen. Ein Schluck Milch. Schön zum Püree gerührt. Wer sich die Arbeit nicht machen möchte mit den frischen Kartoffeln, der kann natürlich auch Püree aus der Tüte nehmen und dann den Käse hinzugeben. So, dann verteilen wir das jetzt auf unser angebratenes Gehacktes mit Gemüse, so damit das alles schön bedeckt ist. Jetzt ist das Gericht fertig für den Ofen. Geben wir oben noch ein paar Butterflocken drauf. Ein bisschen verteilen. Das war's. So, jetzt kommt der Auflauf in dem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad rein. Für ca. 15 Minuten ist nur, dass der Käse ein bisschen schmilzt und ein bisschen Farbe bekommt.
Und so sollte unser Auflauf nach ca. 15 Minuten aussehen, wenn wir den aus dem Ofen rausgenommen haben.